Der Xbox Live Marktplatz ist ja vor allem für seine großartigen Indie-Games wie Battleblock Theater oder Super Meat Boy bekannt. Doch in den Tiefen dieses Stores lassen sich Spiele finden, die teilweise noch schlechter als Bootlegs sind. Und genau diese Spiele schauen wir uns heute etwas genauer an. Den Anfang macht das Halloween-Spiel Trick 'r Treat, was den wohl schönsten Startbildschirm aller Zeiten besitzt. Das Logo hier rechts ist nicht richtig ausgeschnitten, die Steuerung wird auf einem schlecht bearbeiteten Bild falsch erklärt und der Rest des Bildschirms ist mit Credits vollgeklatscht. Nach ein paar Minuten im Ladebildschirm sind wir dann endlich im Spiel angekommen und sollen Start drücken, um das erste Level zu starten. Wenn man jedoch Start drückt, öffnet sich nur das Pause-Menü. Ein Glück also, dass sich das Level nach einer gefühlten Ewigkeit von selbst startet. Das Ziel des Spiels ist es nun, mit diesem komischen Typen hier in einer noch merkwürdigeren Welt 12 Süßigkeiten einzusammeln. Zusätzlich zu diesem dummen Spielkonzept funktioniert die Steuerung überhaupt nicht, sodass es unmöglich ist, auch nur ansatzweise in die Nähe irgendwelcher Süßigkeiten zu kommen. Aber hey, immerhin habe ich es nach 15 Minuten geschafft, durch diesen Zyklopenkopf zu fliegen, wodurch ich -1 Süßigkeiten hatte. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, wie man eine negative Anzahl an Süßigkeiten haben kann. Damit ist eigentlich schon alles zu diesem Spiel gesagt. Wenn man es überhaupt Spiel nennen darf, weil man ja eh nichts steuern kann. Wer von euch kennt die Situation denn nicht? Man will einfach nur in Ruhe sein Müsli essen und auf einmal kommt eine schlechte JPEG-Datei einer schwarzen Katze angeflogen, die einem das Müsli klauen will. Genau diese Alltagssituation ist das Spielprinzip von No Luca No. Man wartet darauf, dass die Katze Luca zur Müsli-Schüssel kommt und drückt sie dann mit dem rechten Analogstick wieder weg. Je schneller ihr Luca wegdrückt, desto mehr Punkte gibt es. Was letzten Endes aber eh nichts bringt, da euer Highscore nicht gespeichert wird. Da haben sich die 99 Cent für dieses Spiel doch ordentlich gelohnt. Ist es nicht jedermanns Traum, mit einem großbrüstigen Mädchen Milchgläser zu zerschlagen? Das können sie nun tun, mit Ninja Chop. Das ist, oder besser gesagt war, die Beschreibung vom Indie-Game Ninja Chop, welches anscheinend so gut war, dass es aus dem Store entfernt worden ist. Alleine wegen des schlechten Wortwitzes in der Beschreibung hätte man es eigentlich gar nicht erst veröffentlichen dürfen. Aber zum Glück hat ein Freund von mir dieses Spiel noch auf seiner Xbox, sodass ich euch mit großer Freude Ninja Chop zeigen darf. In diesem Game geht es im Prinzip nur darum, möglichst viele Milchgläser zu zerschlagen. Je besser das Timing dabei ist, desto mehr Milchgläser gehen kaputt und desto mehr Milch spritzt herum. Außerdem kann man Zombieköpfe zerschlagen, wo haufenweise Blut herumspritzt. Des Weiteren gibt es in diesem Spiel auch ein Levelsystem, wodurch neue Kostüme und Stages freigeschaltet werden. Falls ihr aber nicht gerade 10 Jahre alt seid oder keinen Zombieköpfe-Fetisch habt, werdet ihr wohl eher keinen Spaß mit diesem Spiel haben. Normalerweise bin ich ja kein Fan von Endless Runnern oder Spielen wie Flappy Bird, aber Techno Kitten Adventure ist einfach genial. In diesem Spiel seid ihr nämlich eine Katze und fliegt durch ein vollkommen abgedrehtes Level mit Techno-Musik. Hierbei müsst ihr verschiedenen Formen ausweichen und dürft weder zu hoch noch zu tief fliegen. Das Beste daran ist, dass sich die verschiedenen Level an den jeweiligen Song anpassen und ihr somit ein ähnliches Gefühl wie bei den grandiosen Musikleveln aus Rayman Legends habt. Außerdem ist die Steuerung ziemlich simpel. Ihr drückt den A-Knopf zum Hochfliegen und lasst ihn wieder los, um an Höhe zu verlieren. Obwohl dieses Spiel vielleicht optisch nach dem Ergebnis eines LSD-Trips der Entwickler aussieht, macht es überraschend viel Spaß und die Songauswahl ist ebenfalls gelungen. Falls ihr also einen Euro für ein total bescheuertes, aber auch absolut geniales Spiel für zwischendurch übrig habt, dann könnt ihr Techno Kitten Adventure ja mal ausprobieren. Alleine das Cover und der Startbildschirm des nächsten Spiels sollten klar machen, was einen jetzt erwartet. Ganz richtig, im Indie-Game Snowfall geht es um leicht bekleidete Mädchen, die Trauben einsammeln.
Ihr habt richtig gehört, das einzige, was man in Snowfall machen kann, ist Trauben einsammeln und irgendwelchen Klamotten ausweichen. Wobei ich mich immer noch frage, wie man durch eine winzige Hose ein Leben verlieren kann. Das Spiel befindet sich sogar unter dem Niveau eines schlechten Flash-Games, weil es ständig irgendwelche Lags und Spielabstürze gibt, sodass auch die geringste Chance auf irgendeine Form von Spielspaß genommen wird. Das einzig Gute an diesem Spiel ist, dass ihr diese absolute Langeweile auch im Multiplayer mit Freunden erleben könnt. Da Snowfall eher ein Reinfall war, wird Sexy Island Adventure aber doch sicherlich nicht enttäuschen. Ich meine, es steht ja schon sexy im Namen. Wenn man das Spiel startet, findet man sich in einer klassischen RPG-Welt wieder, wo man sich die Frage stellt, was man hier überhaupt machen soll. Eine Story oder ein Tutorial ist nämlich nicht vorhanden. Es gibt nur einen nutzlosen Shop, diesen noch nutzloseren Teleporter hier und Blumen bzw. Zäune, die den Weg versperren. Wie man aus diesem kleinen Startbereich rauskommt, ist aber eigentlich recht simpel. Man muss die Blumen, die einem den Weg versperren, lediglich 15 Mal schlagen. Darauf hätte ja jeder kommen können. Ich meine, es ist doch relativ logisch, dass man 15 Mal auf ein und dieselbe Blume draufhaut. Obwohl selbst das Spiel sagt, dass man eine stärkere Waffe für das Zerstören braucht. Nachdem wir nun also frei sind, können wir ungefähr eine Minute lang weitere Blumen zerstören, bis unsere Energie leer geht und wir zum Anfang zurückteleportiert werden. Anscheinend spielt man nämlich einen Roboter, dem schon nach einer schlappen Minute der Strom ausgeht. Nach unzähligen kaputten Blumen und mehrfachem Zurückteleportieren habe ich dann endlich ein Mädchen gefunden, was man nun fotografieren muss. Dafür hat sich der Aufwand aber gelohnt. Weil Sexy Island Adventure also auch der komplette Reinfall war, habe ich als letztes ein relativ spaßiges Spiel für euch. Und zwar Baby Maker Extreme. Laut der Beschreibung des Spiels geht es darum, das Wunder der Geburt zu erleben. Was konkret heißt, dass man ein neugeborenes Baby quer durchs Krankenhaus schießt. Dazu muss man vor dem Start im Rhythmus LT und RT drücken und danach so schnell man kann den B-Knopf hämmern, um das Baby rauszupressen. Je weiter es dann fliegt und je mehr Personen ihr dabei umhaut, desto mehr Punkte gibt es. Im Flug könnt ihr außerdem einen Turbo benutzen, um weiter nach oben zu gelangen und einen Dive benutzen, um schneller herunterzufallen. Obwohl das Spielprinzip komplett bescheuert ist, hat es doch etwas Besonderes an sich. Denn es ist doch immer wieder schön, durch so ein kleines Highscore-Spiel an seine eigene Geburt erinnert zu werden. Ja, meine lieben Freunde von fliegenden Technokatzen, das war's von ein paar schlechten Xbox Indie Games. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Für noch mehr schlechte Spiele gelangt ihr links zur ersten Folge Bootleg Bullshit und rechts gibt es eine Top 5 der lustigsten Glitches. Falls ihr weitere Xbox Indie Games sehen wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Der Xbox Live Marktplatz ist ja vor allem für seine großartigen Indie-Games wie Battleblock Theater oder Super Meat Boy bekannt. Doch in den Tiefen dieses Stores lassen sich Spiele finden, die teilweise noch schlechter als Bootlegs sind. Und genau diese Spiele schauen wir uns heute etwas genauer an. Den Anfang macht das Halloween-Spiel Tricky Treat, was den wohl schönsten Startbildschirm aller Zeiten besitzt. Das Logo hier rechts ist nicht richtig ausgeschnitten, die Steuerung wird auf einem schlecht bearbeiteten Bild falsch erklärt und der Rest des Bildschirms ist mit Credits vollgeklatscht. Nach ein paar Minuten im Ladebildschirm sind wir dann endlich im Spiel angekommen und sollen Start drücken, um das erste Level zu starten. Wenn man jedoch Start drückt, öffnet sich nur das Pause-Menü. Ein Glück also, dass sich das Level nach einer gefühlten Ewigkeit von selbst startet. Das Ziel des Spiels ist es nun, mit diesem komischen Typen hier in einer noch merkwürdigeren Welt 12 Süßigkeiten einzusammeln. Zusätzlich zu diesem dummen Spielkonzept funktioniert die Steuerung überhaupt nicht.
sodass es unmöglich ist, auch nur ansatzweise in die Nähe irgendwelcher Süßigkeiten zu kommen. Aber hey, immerhin habe ich es nach 15 Minuten geschafft, durch diesen Zyklopenkopf zu fliegen, wodurch ich -1 Süßigkeiten hatte. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, wie man eine negative Anzahl an Süßigkeiten haben kann. Damit ist eigentlich schon alles zu diesem Spiel gesagt. Wenn man es überhaupt Spiel nennen darf, weil man ja eh nichts steuern kann. Wer von euch kennt die Situation denn nicht? Man will einfach nur in Ruhe sein Müsli essen und auf einmal kommt eine schlechte JPEG-Datei einer schwarzen Katze angeflogen, die einem das Müsli klauen will. Genau diese Alltagssituation ist das Spielprinzip von No Luca No. Man wartet darauf, dass die Katze Luca zur Müsli-Schüssel kommt und drückt sie dann mit dem rechten Analogstick wieder weg. Je schneller ihr Luca wegdrückt, desto mehr Punkte gibt es. Was letzten Endes aber eh nichts bringt, da euer Highscore nicht gespeichert wird. Da haben sich die 99 Cent für dieses Spiel doch ordentlich gelohnt. Ist es nicht jedermanns Traum, mit einem großbrüstigen Mädchen Milchgläser zu zerschlagen? Das können sie nun tun, mit Ninja Chop. Das ist, oder besser gesagt war, die Beschreibung vom Indie-Game Ninja Chop, welches anscheinend so gut war, dass es aus dem Store entfernt worden ist. Alleine wegen des schlechten Wortwitzes in der Beschreibung hätte man es eigentlich gar nicht erst veröffentlichen dürfen. Aber zum Glück hat ein Freund von mir dieses Spiel noch auf seiner Xbox, sodass ich euch mit großer Freude Ninja Chop zeigen darf. In diesem Game geht es im Prinzip nur darum, möglichst viele Milchgläser zu zerschlagen. Je besser das Timing dabei ist, desto mehr Milchgläser gehen kaputt und desto mehr Milch spritzt herum. Außerdem kann man Zombieköpfe zerschlagen, wo haufenweise Blut herumspritzt. Des Weiteren gibt es in diesem Spiel auch ein Levelsystem, wodurch neue Kostüme und Stages freigeschaltet werden. Falls ihr aber nicht gerade 10 Jahre alt seid oder keinen Zombie-Köpfe-Fetisch habt, werdet ihr wohl eher keinen Spaß mit diesem Spiel haben. Normalerweise bin ich ja kein Fan von Endless-Runnern oder Spielen wie Flappy Bird, aber Techno Kitten Adventure ist einfach genial. In diesem Spiel seid ihr nämlich eine Katze und fliegt durch ein vollkommen abgedrehtes Level mit Techno-Musik. Hierbei müsst ihr verschiedenen Formen ausweichen und dürft weder zu hoch noch zu tief fliegen. Das Beste daran ist, dass sich die verschiedenen Level an den jeweiligen Song anpassen und ihr somit ein ähnliches Gefühl wie bei den grandiosen Musikleveln aus Rayman Legends habt. Außerdem ist die Steuerung ziemlich simpel. Ihr drückt den A-Knopf zum Hochfliegen und lasst ihn wieder los, um an Höhe zu verlieren. Obwohl dieses Spiel vielleicht optisch nach dem Ergebnis eines LSD-Trips der Entwickler aussieht, macht es überraschend viel Spaß und die Songauswahl ist ebenfalls gelungen. Falls ihr also einen Euro für ein total bescheuertes, aber auch absolut geniales Spiel für zwischendurch übrig habt, dann könnt ihr Techno Kitten Adventure ja mal ausprobieren. Alleine das Cover und der Startbildschirm des nächsten Spiels sollten klar machen, was einen jetzt erwartet. Ganz richtig, im Indie-Game Snowfall geht es um leicht bekleidete Mädchen, die Trauben einsammeln. Ihr habt richtig gehört, das einzige, was man in Snowfall machen kann, ist Trauben einsammeln und irgendwelchen Klamotten ausweichen. Wobei ich mich immer noch frage, wie man durch eine winzige Hose ein Leben verlieren kann. Das Spiel befindet sich sogar unter dem Niveau eines schlechten Flash-Games, weil es ständig irgendwelche Lags und Spielabstürze gibt, sodass auch die geringste Chance auf irgendeine Form von Spielspaß genommen wird. Das einzig Gute an diesem Spiel ist, dass ihr diese absolute Langeweile auch im Multiplayer mit Freunden erleben könnt. Da Snowfall eher ein Reinfall war, wird Sexy Island Adventure aber doch sicherlich nicht enttäuschen. Ich meine, es steht ja schon sexy im Namen. Wenn man das Spiel startet, findet man sich in einer klassischen RPG-Welt wieder, wo man sich die Frage stellt, was man hier überhaupt machen soll. Eine Story oder ein Tutorial ist nämlich nicht vorhanden. Es gibt nur einen nutzlosen Shop, diesen noch nutzloseren Teleporter hier, und Blumen bzw. Zäune, die den Weg versperren.
Wie man aus diesem kleinen Startbereich rauskommt, ist aber eigentlich recht simpel. Man muss die Blumen, die einem den Weg versperren, lediglich 15 Mal schlagen. Darauf hätte ja jeder kommen können. Ich meine, es ist doch relativ logisch, dass man 15 Mal auf ein und dieselbe Blume draufhaut. Obwohl selbst das Spiel sagt, dass man eine stärkere Waffe für das Zerstören braucht. Nachdem wir nun also frei sind, können wir ungefähr eine Minute lang weitere Blumen zerstören, bis unsere Energie leer geht und wir zum Anfang zurückteleportiert werden. Anscheinend spielt man nämlich einen Roboter, dem schon nach einer schlappen Minute der Strom ausgeht. Nach unzähligen kaputten Blumen und mehrfachem Zurückteleportieren habe ich dann endlich ein Mädchen gefunden, was man nun fotografieren muss. Dafür hat sich der Aufwand aber gelohnt. Weil Sexy Island Adventure also auch der komplette Reinfall war, habe ich als letztes ein relativ spaßiges Spiel für euch. Und zwar Baby Maker Extreme. Laut der Beschreibung des Spiels geht es darum, das Wunder der Geburt zu erleben. Was konkret heißt, dass man ein neugeborenes Baby quer durchs Krankenhaus schießt. Dazu muss man vor dem Start im Rhythmus LT und RT drücken und danach so schnell man kann den B-Knopf hämmern, um das Baby rauszupressen. Je weiter es dann fliegt und je mehr Personen ihr dabei umhaut, desto